Also stimmt, ihr wisst gar nicht, was wir jetzt machen, ne? Ich hab Daniel gesagt, lass mal Soli gehen, dies, das, bisschen entspannen. Ha, der ist natürlich direkt down gewesen. Ich glaube, ich werde wieder so ein typischer Vlogger. Vlogging is life. I'm vlogging my life. Ah, das ist eine Bushaltestelle, ich hab's gar nicht gecheckt. Wisst ihr, wovon ich einen Edit haben möchte? Von diesem Lied. Mit mir. Ein Edit von mir machen zu diesem Lied. Ich meinte gerade noch, ich hab voll Bock auf so ein Edit von mir. Okay. Soll ich machen? So richtig diese. Ich poste später. Mach, mach bitte. Ja, bitte mal. Markier mich. Wäre schon süß irgendwie. Über, hä? Wenn du kannst, ich schwöre. Wenn nicht, machst du, ich weine einfach heute Nacht. Aber ich sag nicht mal so, dass ich enttäuscht bin. Ich weine einfach. Du musst mir aber auch einen Clip senden, wo du dich so kurz bückst, so aus Versehen. Easy. Also, wo man so, ich hab Tausende. So, man muss richtig in dieser schwarzen Hose seinen Po abbilden. Also deine Umrisse sieht. Nicht Junge, stimmt. Weißt du, was mir richtig aufgefallen ist? Okay. Es gibt so schöne Frauen. Ja? Das ist unfassbar. Auch so viele eigentlich. Ist dir das aufgefallen? Weil ich ein bisschen raus aus Neuss gekommen bin. Hast du Google eingeben, schöne Frauen? Ist so alles außer Neuss, auf einmal überschöne Frauen. Ist so Garden. Das kann nicht sein. Seit wann gibt's so? Ich habe jede zwei Sekunden Crush bekommen. Das ist geistkrank, wirklich. Ich so, Alter, lass meine Traumfrau. Ich guck, die auch, hä? Noch einmal. Einfach Copy-Paste-Zwillinge. Und dann sehen die so, du warst auf Profil, dann gehen sie drauf und denken die so, bah. Die so, bah, was für der denn? Knaxi-Mensch. Ich will einen normalen Beamten als Freund haben, nicht sowas. Ist so der Passatwert, aber Automatik und der schaltet dann so. Ich mach jetzt auch so. Gar keinen Bock auf so, diese Schwitzen jetzt, ne? So. Ja, Leiche werden, SpongeBob. SpongeBob. Single Bob. Ich finde es eigentlich meine Fake-Schlappen. Das sind schon Schnieke, ja? Ja, 4 Euro. 4 Euro? Mhm. So teuer? Das ist kein teuer, ja? Bei 3 Euro ist Grenze. Okay, damals waren noch, das war noch voll Inflation, dafür ist teuer. Ah, ja, das ist true. Ich glaube, ich gehe gleich sogar an den Spot, so ein bisschen reinchillen und so. Ich gehe gleich rein, ich chill so. Öfter hier? Das ist ein Vogel, Er wird Grashalm. Was geht? Nee, ich lieg da gleich ein bisschen rum. Ich soll schon schnell kochen, Alter. Ja, gestern so 4 Uhr morgens. Disgusting, diesen Magerquark. Disgusting. Fucking exhausted. Basically, today we're gonna. Kennst du diese britischen YouTuber? Ja. Kennst du dieses Video mit. Comedy Show Gamer hier? Basically, today we're gonna fuck Donnie's ass. Ah. Ass. Die sagen ja Ass. Oh. Ja, Digga, du bist der erste Ausländer, der einen Schulterblick gemacht hat. Das ist schon impressive. Der Typ, man sieht es ihm nicht an, aber der ist stolz auf dich. Der denkt so, vielleicht haben wir doch noch eine Zukunft in diesem Land. Ja. Ist ein Solarium, Bruder. Hau rein. Idiot. Wo ist mein Ding? Ja, ist wieder alles beim alten Freund. Ich liebe COD, ne? Ah, nee, der das nicht weiß, ich liebe es. I love it. Ich hoffe, das neueste COD wird zumindest ein bisschen gut. Wenigstens ein bisschen. Soll einfach spielbar sein. Dann, Digga, auf Twitch, ich nehme alles auseinander. Ich bin der beste COD-Spieler auf der Welt, ihr wisst nicht. Ich bin wirklich der krasseste. Ich bin krasser als Visca Barca. Exe, wir müssen mal 1 gegen 1 machen, COD. Verlierer gibt sein ganzes Gehalt dem anderen. Jeden einzelnen Monat, Rest seines Lebens. Pussy, wenn du nicht annimmst. La 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 la. Can I get a kiss? And can you make it last forever? Na 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 no. Can I want to see you again? Can I get a kiss? And I say, why you keep calling? Warum fahre ich so gechillt heute? Ich bin gar nicht so dieser ADHS-Fahrer wie sonst. Ich fahre richtig gechillt. Jetzt kommt so eine Einblendung, wie ich eben ausgerastet bin. Alles, weil ich kein scheiß Handy, Alter, habe. Weil meine Mom mir den einfach weggenommen hat. Richtig cool, wow. Yeah. Ja, ich sehe, ich fahre komplett falsch. Meine Fresse, Alter. Boah, ich hasse diese Autobahn. Junge, ich hab gar keinen Bock mehr. Guck mal, da will ich einmal was machen für meine mentale Scheiße. Und ich werd nur noch gepickt. Wo war ich? Kein Handy, Alter, Alter. Mann! Es fuckt so ab, Junge. Bitte fahren wir eine Leitplanke.
Ich bin komplett falsch gefahren. Wirklich komplett. Das ist das erste und letzte Mal, dass ihr so einen Vlog von mir seht, ne? Einfach Abenteuer mit Mrs. Fitzschmello, Alter. Kurz vorm Sterben, kurz vorm Heulen bin ich. Ich hab jetzt nur noch Jim. Here you go, Jim. Here you go, Jim. Und Jim ist das Einzige, was ihr ab jetzt seht bei mir. Um 0 Uhr. Das sind Straßenschäden, mein Freund. Nicht so schnell fahren. Mein Auto hält das nicht aus. Ich hab dir so einen Tank wie du, Alter. Hat der fetten Busjunge. Ich schwöre, war das, der überlegt, mich zu überholen. Digga, chill auch. Schon weird, allein hier zu rumzufahren, Alter. Das ist low-key voll intim, was ich hier mit euch teile. Ihr versteht das Ganze nicht. Ihr müsst euch vorstellen, hier war ich früher jeden Tag mit meiner Ex. Wirklich nahezu jeden Tag. Also das war unser Private Spot, den ich jetzt aber einfach mal alleine auskosten möchte. Weil ich kenne keine coolen Orte, neu so richtig. Bei uns ist alles scheiße in der Gegend. Das ist der einzige Spot, den ich so kenne, in der Nähe, wo so wirklich so eine schöne Atmosphäre ist, sag ich mal, wo du auch ein bisschen deine eigene Ruhe hast. Bei mir in der Nähe ist alles voll mit Straßen und Menschen. Also was heißt voll? Zumindest siehst du die ganze Zeit irgendwelche Leute aus dem Nichts. Das ist immer noch eine Kleinstadt. Jeder Mensch in meinem Umfeld fuckt sich irgendwie ab. In meiner Umgebung, in meinem Umfeld. Jeder, der in meiner Nähe ist. Irgendwie jeder, alles und jeder ist sauer die ganze Zeit. Was ist denn los? Boah, da, wo ich jetzt mit euch hinfahre, da hatte ich mein erstes Date mit der, ne? Und auch erste Kuss und alles. Junge, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich lebe halt wirklich nur noch für die Kamera, ne? Kamera und ich, Kamella, wir sind Best Buddies. Wenn man mir jetzt sagen würde, du kannst nur noch mit 3 Menschen auf dieser ganzen Welt irgendwie reden, oder du fasst nie wieder eine Kamera an, oder nee, warte, habe ich das falsch gesagt? Ich glaube schon, ne? Ja, habe ich falsch gesagt. Nie wieder Kamera oder nur noch mit 3 Leuten auf der Welt sprechen, so wollte ich das sagen, genau. Alles klar, ich würde nur noch mit 3 Menschen auf der Welt sprechen. Müsste ich jedes Mal irgendwie mitnehmen, damit der mit mir an der Kasse sprechen kann, wegen Rückgeld und so. What are you facing? Aufpassen, nicht sterben. Einfach nur ganz kurz zusammengefasst. Ich war jetzt an diesem Spot, hab ein bisschen versucht, das Leben zu genießen. War auch nochmal live auf TikTok. Es hat sich trotzdem gelohnt, finde ich. Irgendwie hat mir das was gegeben. Ich weiß nicht. Ich kann nicht erklären, wie ich mich gerade fühle. Ist ein bisschen weird, auch hier zu sein wieder. Echt ein bisschen weird. Ich fühle mich so, als ob ich wieder, keine Ahnung, ein paar Jahre zurückgerudert wäre. Und wieder, keine Ahnung, sag mal, ein bisschen naiver im Kopf bin und alles. Jetzt auf jeden Fall nach Hause, esse eine Kleinigkeit und dann gehe ich auch ins Gym mit euch. Also das ist bisher mein Tag. Irgendwie ist es voller traurige, lonely day, wo ich irgendwie versuche, verzweifelt, mich selber zu sortieren. Aber irgendwie kriege ich das nicht so gut hin. Egal, vielleicht wird es später nochmal besser. Vielleicht meditiere ich auch nochmal oder so. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ja, auf jeden Fall lade ich jetzt gerade meinen Akkus auf nochmal, weil es halt ein Fitnesskanal immer noch irgendwie, Miss Fit Mellow. Deshalb ja, gibt es jetzt nochmal einen Gym-Part. Also ich gehe jetzt nochmal ins Training. Heute ein bisschen früher. Wie viel haben wir? Wir haben 0.15 Uhr. Geht klar, geht klar. Ja, ich weiß noch nicht, was wir ganz genau trainieren werden. Also auf jeden Fall Rücken, aber ich bin unsicher, ob ich vielleicht sogar noch Deadlifts mache. Ich bin aber sehr, sehr unsicher. Weil morgen ist auch noch Leg Day. Eigentlich wäre da besser. Aber ich weiß nicht, wir gucken gleich. Auch spontan. You had a choice. Why didn't you choose me? Even if it meant forsaking your aunt? Yes, and she'd be here now! Even if it meant hurting her? If it had to be done! Even if it meant killing her? Whatever it takes. Sag so, wie es ist, 220 wird nicht mehr lang dauern. Was war das jetzt? Das war nicht 210, ne? Das war 200. Ich glaube, ich nehme mal einen anderen Griff wieder. Nee, ich merke, mein Körper ist voll am Arsch, Alter. Fuck, fuck. Motherfucking hell, da, Alter. God damn, Alter. Yeah. Ihr wisst nicht, mit wem ihr hier redet. Versteht ihr das? Versteht ihr das? You don't know. You don't know who I am. Who are you talking to, Skylar? I am the one who knocks. Aber es bockt halt unnormal, ne? Oh, Bruder. Tschüss.
fast gegen die Stamm geflogen, Alter. Ich wirklich clean, aber scheiß drauf. Ein Backoff. Ich habe eben noch 3 Stück 4 hoch von mal aufgenommen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich kann nicht mehr. Ich schwöre, war das, mir ist kalt. Guck mal, hast du einen Moment? Ich will mich gerade wirklich komplett anziehen. Ich will Pullover anziehen. Ich will nicht im Tanktop hier sein. Nicht nur, weil ich mich unwohl fühle von meinem Körper her. Ja, Buddy Dysmorphia, fickt euch. Sondern auch, weil mir kalt ist. Mir ist einfach kalt. Ich film noch einen mit euch und ein Hochformat und dann mach ich auch Cam aus. Alter, mir geht's nicht gut. But the women and the children too. They're like animals, and I slaughtered them like animals. I hate them. Ich mach später zu Hause Outro, ja, ich bin raus, mir geht's nicht gut.